Hallo zusammen, willkommen zum neuen Milwit. Heute geht es um das Thema Schuhe beim Ausgänger. Und zwar ist das so, wie man das so umgangssprachlich sagt, der Ausgänger, aber im Militär sagt man Tenue A. Ja, das ist das da. Das Tenue A für den Mann und das Tenue A für die Frau. Die Frauen haben zusätzlich noch einen Jupe, den sie anlegen können. Und ja, zu dem Ganzen erzähle ich jetzt noch etwas. Wenn ihr in die Rekrutenschule kommt, dann kommt ihr ziemlich gleich eure persönlichen Ausrüstungen über. Und dazu gehört auch der Ausgänger. Das Tenue A. Frauen und Männer haben eigentlich das gleiche Tenue A. Der einzige Unterschied ist, dass die Frauen einfach einen anderen Schnitt haben. Der andere Schnitt in den Hosen und der andere Schnitt im Jupe, beziehungsweise ein Jupe haben ja die Männer nicht, und auch einen anderen Schnitt vom Veston. Dann euch mal darauf achten, wenn ihr in der RS seid. Die Frauen haben die Knöpfe vom Veston auf der anderen Seite als die Männer. Und auch die Hosen sind bei den Männern auf Hüfthöhe und bei den Frauen sind sie bis über den Bauchnabel hinein. Und auch der Jupe geht bis über den Bauchnabel hinein. Ja, ich habe dann irgendwann in der Unteroffizierschule meine Hosen gewechselt zu Männerhosen, weil die einfach bequemer sind, weil sie wirklich nur bis zu den Hüften sind und es ist einfach angenehmer. Also, ich weiss nicht, es ist eigentlich verboten, als Frau Männerhosen zu tragen im Militär. Aber ich habe es einfach bequemer gefunden und konnte es halt wechseln. Beim Jupe ist es natürlich einfach so, dass er den wirklich auf euch zugeschnitten überkommt. Und der wird gekürzt oder länger gemacht. Man kann es wirklich auslesen. Man kann auslesen, dass der Jupe bis zu den Knie geht. Oder man kann auch auslesen, dass der Jupe bis über die Knie geht, also bis zu den Wädeln. Ich habe es so ausgelesen, dass er bis zu den Wädeln geht, weil ich finde es einfach eleganter und ja, ich habe den Jupe eigentlich bis zu der Offiziersschule nie angelegt. Ich habe ihn, glaube ich, einmal in der Unteroffiziersschule für den Ausgang angelegt, weil die Jungs das unbedingt wollen. Und dann habe ich den einmal angelegt. Zum Jupe gibt es übrigens auch noch so ein sexy Handtäschchen. ja, ich habe dann den Jupe angehabt in der Unteroffiziersschule, einfach einmal für den Ausgang und nachher eigentlich nicht mehr. In der Offizierschule hatte ich den Jupe auch nie angehabt, hatte ihn aber dann an der Präventierung zum Offizier angehabt, weil ich es dort wirklich angemessen gefunden habe. Sehr elegant, sehr, ja, irgendwo durch, ja, ich finde einfach, es hat einfach irgendwie gepasst. Es war einfach elegant gewesen und dann habe ich auch den Jupe nicht mehr so tragisch gefunden. Das Einzige finde ich einfach, was schrecklich ist mit dem Tenue A als Frau mit Hose und Jupe, wenn man das Tenue Légère hat. Weil dann gehen die Hosen wirklich bis über den Bauchnabel und auch den Jupe. Und wenn man dann die Tenue Légère hat, sprich den Veston, hat man nicht an dazu, das sieht einfach Hundselend aus. Und ja, darum, ich habe die Tenue Légère alle nicht so gerne gehabt, wenn das befohlen worden ist. Ja, nun, ist so, weil ist so. Und bleibt so, weil war so. Ich hasse diesen Spruch, es ist ein ganz übler Spruch, aber er ist halt eben immer noch sehr beliebt in der Armee. Dann kommen wir zu den Schuhen. Bei den Schuhen ist immer ganz wichtig, dass ihr schaut, also ich rede jetzt an die Frauen da draussen, dass ihr wirklich darauf schaut, dass sie nicht zu hoch sind. Es ist ja so, dass wenn ihr den Jupe anhabt, dürft ihr 6 cm Absatz haben, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ihr die Hosen anhabt, dann 3 cm. Ich bin jetzt da nicht ganz sicher, aber ich meinte, dass es so war. Und sonst könnt ihr ja wirklich auch in euren ganzen Reglement nachlesen. Oder im Internet findet ihr das Ganze, die ganzen Angaben auch noch. Für die Hosen finde ich es am besten, wenn ihr wirklich einfach so flache Schuhe anhabt. Also wirklich in diesen Schuhen, wo ihr wirklich so schwarze Halbschuhe habt. Und ihr könnt entweder reinschlüpfen, ohne dass ihr sie binden müsst. Oder halt deren, die ihr könnt binden könnt. Das ist wirklich das Einfachste. Ballerinas sind zum Beispiel auch ganz okay. Ihr müsst halt wirklich auch die Schuhe dabei haben, wenn ihr auf Bern geht, den Ausgänger fassen. Weil Ballerinas sind ja wirklich ganz flach. Und wenn ihr natürlich Schuhe anhabt, dort, wenn ihr sie dort, wenn ihr den Ausgänger dort probieren in Bern, dann passt es dann nicht, wenn ihr andere Schuhe habt. Also nehmt bitte wirklich die Schuhe mit auf Bern, wenn ihr den Ausgänger fassen könnt. Ich sage aus dem Grund Bern, weil Frauen müssen alle zusammen auf Bern den Ausgänger fassen. Die Männer können in den verschiedenen Retablierungsstellen ihre Ausgängerausrüstungen, also einfach ihre ganzen Ausrüstungen holen. Und wir Frauen müssen wirklich für das Tenue A extra auf Bern fahren. Das Ding ist halt auch noch, höhere Schuhe sind wirklich sicher schön, vor allem mit dem Jupe sind sie sehr elegant. Ich habe auch Absatzschuhe angehabt. Aber ich hatte meine Absatzschuhe wirklich relativ tief. Also ich hatte wirklich nur einen 3 cm Absatz.
Und es hat auch wirklich auch so schon sehr elegant ausgesehen. Das Problem ist halt einfach, dass wenn ihr als AV laufen oder als HV, ihr müsst können schnell laufen, also ihr müsst nicht können rennen damit, das ist eh verboten, aber also es ist verboten, mit Ausgängen zu rennen, aber was ihr halt müsst können, ihr müsst wirklich können im Gleichschritt mit dem Mann mitlaufen. Und das ist schon so schwierig, weil der Schub einfach sehr eng ist und ihr wirklich eigentlich nur kleine Schritte machen könnt. Und mit hohen Schuhen, die ihr vielleicht nicht immer anhabt, ist es dann natürlich noch schwieriger. Was sicher nicht geht, und das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hat, das sind so wirklich so Hackenschuhe, so der mit so Zahnstocher ähnlichen Absätzen. Das ist sicher nicht gut und auch, ich denke, es ist auch nicht erlaubt. Also bei uns hat damals die, die zuständig war für uns Frauen bei der Aushebung, die hat uns das auch gesagt, dass wir das wirklich unterlassen sollen, Pumps quasi anzulegen. Das sei wirklich nicht das Wahre. Und das grösste Theater gibt es eigentlich immer mit dem blöden Schub. Und ich weiss noch, als ich einen Zug hatte, mit ziemlich vielen Frauen drin, dass dort wirklich das grösste Drama der Schub war. Also der Schub war wirklich Thema Nummer 1. Und auch bei uns an der Aushebung war es bei uns Frauen wirklich das Ding gewesen. Müssen wir den Schub anlegen? Ist es obligatorisch, den Schub zu fassen? Müssen wir den Schub wirklich nehmen? Und Zeug und Sachen. Es ist so, nein, ihr müsst den Schub nicht anlegen, wenn ihr nicht wollt. Aber ja, ihr müsst ihn fassen, weil das ist euch ein persönliches Material. Ich habe am Anfang mich auch wirklich mit Händen und Füßen gegen den Schub gewehrt. Aber ich wusste, ich muss ihn ja eh fassen. Ich kann gar nichts ändern daran. Ich habe ihn dann gefasst und irgendwann habe ich ihn sogar auch angelegt. Und inzwischen würde ich nur noch den Schub anlegen. Also wenn ich jetzt jeweils einen militärischen Anlass habe, wo Töni A vorgegeben ist, dann lege ich den Schub an. Weil ich finde es einfach eleganter. Ja. Und es macht auch ein bisschen etwas her, finde ich. Nicht, dass jetzt Frauen, die nur die Hosen anhaben, nichts hermachen. Aber ich finde es für mich persönlich, es passt einfach irgendwie zu mir, den Schub anzulegen. Dann noch etwas ganz Kleines für die da draussen, die die Schuhe gefasst haben und jetzt am Einlaufen sind. Man kann die Schuhe übrigens auch zu viel einlaufen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Rekrut, der ist gekommen, der hat die Schuhe ein Jahr lang eingelaufen, weil er von der Aushebung bis zu der Rekrutenschule ein Jahr Zeit hatte. Und er hat die Schuhe immer beim Arbeiten angehabt. Und das Problem war nachher, dass die Schuhe wirklich das Zollen fast durch waren. Das heisst, er hätte wirklich fast wieder neue Schuhe holen müssen. Weil bis zu einem gewissen Punkt kann man die Schuhe wieder neu aufgummieren, also unten dran die Sohle frisch machen. Aber wenn sie wirklich zu fest unten sind, dann geht das einfach auch nicht mehr. Darum dann wirklich schauen, dass die Schuhe halt wirklich gut einlaufen, dass es vielleicht manchmal oben dran also hin und her beugen, damit das Leder etwas weicher wird. Aber wirklich nur einlaufen im Sinne von, ich laufe sie ein, dass sie mir bequem sind, dass ich mich an die Schuhe gewöhne. Aber ihr müsst sie nicht einlaufen, bis sie wirklich eure Finken sind. Das passiert in der RS von allein. Und ihr kommt übrigens in der RS noch ein zweites Paar Kampfstiefel über und dann fängt das Einlaufen wieder von vorne an. Ja, das ist einfach so. So, das war es schon wieder mit Milvid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden uns im nächsten Milvid wieder sehen.